jetzt wollen wir gemeinsam wieder etwas tun, singen und jongeln zusammen mit unseren Bänkelsängern. Wir sind die Bänkelsänger und schauten fern und nah und wollen euch berichten, was in der Welt geschah. Herr Kohl ist ein Reformator, solange er noch regiert. Die Post, die Gesundheit, die Rente, die Steuern werden reformiert. Und geht bei dem Reformationsfest die Kanzlerschaft auch drauf, dann macht er in Ludwigshafen noch ein Reformhaus auf. Und geht bei dem Reformationsfest die Kanzlerschaft auch drauf, dann macht er in Ludwigshafen noch ein Reformhaus auf. Glasnost und Perestroika, auch Gorbatschow reformiert. Die konservative Genosse, die hat er schon abserviert. Auch Honecker war in Moskau, Glasnost lehnt er zwar nicht ab, doch leider ist halt drüben das Glas so furchtbar knapp. Auch Honecker war in Moskau, Glasnost klingt es zwar nicht ab, doch leider ist halt drüben das Glas so furchtbar knapp. Es hat der Graf Otto von Lambsdorff mehr Mut als der bange Mann. Zur nächsten Olympiade tritt er bei den Ruderern an. Sitzt erstmal Graf Otto am Ruder, gibt's noch ne Medaille glatt, weil der bekanntlich so große Erfahrung mit Steuern hat. Ist erstmal Graf Otto am Ruder, gibt's noch eine Medaille glatt, weil der bekanntlich so große Erfahrung mit Steuern hat. Die Brillen und Brillengestelle, die zahlt jetzt die Kasse nicht mehr. Herr Blüm, der will, dass wir alle so Brille tragen wie er. Die wird dann zur Einheitsbrille im ganzen deutschen Land. Und die wird dann höchstwahrscheinlich der Blümchen-Zwicker genannt. Die wird dann zur Einheitsbrille im ganzen deutschen Land. Und die wird dann höchstwahrscheinlich der Blümchen-Zwicker genannt. Die Spezialität in Russland ist Borscht mit sehr viel Kohl.
Drum war unser Bundeskanzler auch dort so willkommen wohl. Dann stand er vor der Reiser mit Blumen in der Hand. Und da hat sie ihn begeistert zum Blumenkohl ernannt. Dann stand er vor der Reiser mit Blumen in der Hand. Und da hat sie ihn begeistert zum Blumenkohl ernannt. Hello! Das waren die Bengelsänger, die uns zu später Stunde wie in vielen Sitzungen mit Singen und mit Dschungeln ließen. Ich darf vorstellen, Lutz Frank und Joachim Seitz. Liebe Freunde, herzlichen Dank. Die Kampagne ist auch für euch gelaufen. Ich darf Sie, Helden Nachrichten, nein, am Sonntag habt ihr noch eine Sitzung im MCV. Bitte mit mir einzustimmen. Ihnen ein dreifach donnerndes Hello! 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 Auf Wiedersehen! Liebe Narrenschar, ich stelle die Frage, wollt ihr noch was Schönes, was Schnuckeliges sehen, ja? Dann verrate ich euch, jetzt kommt das KCK-Ballett. Thank you.
bayerisches Auditorium. Auf diese jungen Damen bin ich ganz besonders stolz. Sie kommen von meinem Club, meinem in Anführungszeichen Rest des Rheins ist auch noch meins, haben wir immer wieder behauptet. Das KCK-Ballett aus Mainz-Kastel. Die Leiterin hat selbst mitgetanzt, dort links außen Cornelia Andres. Liebe Cornelia. Und hier darf ich auch mal was verraten. Sie haben auch die Kostüme alle selbst genäht, alle selbst gemacht. Herzliche Anerkennung. Eine wunderbare Sache. Schnieke in Blau-Silber hier in den Clubfarben erschienen. Herzlichen Dank. Ihr goldische Mädchen, kommt her, holt eure Blume ab. Wir können ja nicht darüber kommen. So, einen kleinen Blumengruß. Habt ihr was für die Meisterin? Ach, was haben wir, Blume? So, ja. Und Sie darf ich bitten, mit mir einzustimmen. Ihnen zu Ehren ein dreifach donnerndes Hello! 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 Auf Wiedersehen in der nächsten Kampagne. Liebe Herren, alles meine letzte Sitzung heute Abend und es sind Wetten abgeschlossen worden, ob ich wieder einen bestimmten Kurort grüßen würde. Aber das war alles umsonst. Wer gewettet hat, hat verloren. Ich grüße heute mal was anderes. Ich grüße mal Frankfurt, ich grüße Stuttgart, ich grüße Köln und Heidelberg. Dort habe ich so nette Menschen kennengelernt. Wir treffen uns jedes Jahr in Oberstaufen.